Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe ja schon Odin war shoppen dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob das Unboxing vor Odin war shoppen kommt oder so, aber eigentlich in der Regel nicht. Ich muss gucken. Ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft. Hashtag Rodi hat Schuld. Positiv. Das habe ich im Odin war shoppen ja schon gesagt. Weil ich lass mich da mal von Rudi beraten, weil Rudi da mehr Ahnung hat als ich. Und ist auch nicht schlimm, sowas einzugestehen, wenn man von bestimmten Sachen nicht so viel Ahnung hat. Und da hat Rudi halt definitiv mehr Ahnung. Rudi baut auch länger schon PCs zusammen. Ich hatte in den letzten Jahren ja dann eher Laptops genommen und habe da nichts mehr mit Zusammenbauen am Hut gehabt. Ich fange jetzt erst wieder so ein bisschen an. Und Rudi weiß ja, dass ich eine neue Grafikkarte brauche, weil meine Grafikkarte so langsam, aber sicher ans Ende, also nicht ans Ende stößt, aber halt ans Maximum gekommen ist, was sie da machen kann, wenn ich Videos render und hast nicht gesehen. Und ich brauche halt eine neue. Auch alleine wegen dem neuen Nvidia-Codec und der ist ja halt kompatibel, aber zum Beispiel ab der RTX 20er Serie hat Nvidia ein Tool für Streamer geschaffen, was ich gerne testen wollen würde. Vielleicht für wenn ich dann zu YouTube streame oder so. Da musste aber mindestens eine RTX 20er Serie haben. Ich habe jetzt hier eine RTX 3080 mit 10 GB von KFA2, genau, der Name. Und da hat Rudi mich beraten, Rudi hat gesagt, ob ich noch suche und so und wie viel ich momentan habe. Und dann habe ich ihm das gesagt, sagt er, dann greif zu. Erstens ist es ein geiler Preis, geringfügig über dem Originalpreis. Aber wir wissen nicht, wo das mit den Grafikkarten und Prozessoren demnächst hingehen wird. Chipkrise wisst ihr ja und so. Und ob das jetzt wieder so haken wird und wieder schlecht ist oder ob es besser wird, wissen wir nicht. Eher wahrscheinlich schlechter. Und da habe ich dann halt die geholt. 3080 von KFA2. Die haben auch noch eine andere 3080 mit 12 GB. Das ist jetzt die ganz normale mit 10 GB. Und ich bin mal gespannt, weil ich brauche mehr Power. Und ich habe bezahlt, also die hätte gekostet 879 Euro. Ich hatte 10 Euro Gutschein beim Mediamarkt wegen Geburtstag und habe jetzt bezahlt 869 Euro. War auch relativ schnell geliefert. Abends im Stream, nach dem Stream hatten wir das noch bequatscht. Zollflyer, Rudi und ich. Erstmal Grüße an beide, gehen raus. Und dann habe ich, also das ist die die GeForce RTX 3080 SG, um genau zu sein. Und dann hatten wir das bequatscht. Und dann hatte ich die bei Mediamarkt im Warenkorb gepackt und frühs war die weg. Weil ich habe das Geld ja nur, weil ich hab's ja gespart. Ich habe es ja nur in bar gehabt und nicht irgendwo. Und Mediamarkt konnte halt, hatte nur PayPal angeboten und was weiß ich alles. Und dann habe ich das am nächsten Tag früh meinem Bruder geschrieben oder abends, der soll sich mal melden, wenn er wach ist. Und hat mein Bruder, der hat nämlich eine Kreditkarte, der hat kein richtiges Konto mehr, der hat nur noch eine Kreditkarte, der hat bei so einer Online-Bank, weil der ist LKW-Fahrer und der braucht überall muss er an Geld rankommen können, wenn mal was ist. Und ja, deswegen hat er kein richtiges Konto mehr, sondern nur so ein so Kreditkartenkonto. So, ich weiß auch nicht, wie die Online-Bank heißt oder so. Da ist so, hast du kaum reich sehen und so. Ist halt alles online. Aber für ihn ist es halt ideal. Und der hat es dann für mich bezahlt. Also ich habe seine Kreditkartendaten gekriegt, der hat es für mich bezahlt. Also ich habe es über seinen Dings bezahlt, der hat dann eine Nachricht gekriegt, den Kauf bestätigen. Also ich habe seine Kreditkartendaten eingegeben, dann kam dann
Wird Anfrage an die App gestellt. Dann hat mein Bruder dann die Nachricht gehabt, ja, bestätigen. Und dann war der Kauf bestätigt, aber es war nichts da. Und ich war immer noch am Schwanken. Auch kriegst du jetzt krieg überhaupt? Kriegst du nicht? Kriegst du nicht? Weil es war keiner mehr da, offiziell. Also, wenn du so auf der Webseite geguckt hast, nichts. Und bei mir war auch brauner Punkt. Und dann dachte ich, naja, so wird es so sein wie beim letzten Mal. Haben sie sich geirrt, haben sie gesehen, es ist keiner mehr da, Blasülz. Ja, dann kriegen wir das Geld zurück und dann außer Spesen nichts gewesen. Aber nichts da. Es blieb weiter grün, es kam die Rechnung, es kam. Die kam ja gleich am Anfang und später kam dann noch hier. Wird dann UPS übergeben und so und dann war sie einen Tag oder 2 Tage später so ja schon hier. Ich glaube, einen Tag später gleich da. Also, ja. Wir haben abends das ausgesucht, nächsten Tag früh bestellt, ja, und danach den Tag war da. So, aber ich habe eindeutig zu viel gequatscht. Ich habe eindeutig zu viel gequatscht, das tut mir leid. Wir werden das jetzt unboxen. Ich mache wahrscheinlich zwei Unboxings. Also ich werde einmal das kurze Unboxing ab jetzt für euch machen und einmal die längere Version mit meinem Quatsche werde ich euch zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch dann aussuchen, was euch lieber ist. Wie gesagt, wir wollen die RTX 3080 von KFA2 auspacken. Hashtag Rudi hat Schuld. Der hat mir netterweise geholfen beim Aussuchen, beziehungsweise hat mir Bescheid gesagt, weil er das ja immer mal wieder überwacht und guckt, wo was im Angebot ist. Und er hat gesagt, greif zu. Wenn du das hast, greif zu. Wir wissen nicht, wo es hingeht. So. Einleitung für das kurze Video. Die das lange Video sehen, haben zwei Einleitungen gehabt. Wir werden jetzt in die von oben Sicht wechseln und erstmal auspacken, gucken, was da alle drin ist. So, und willkommen in der Unboxing-Ansicht. Ich habe mal mein Stativ etwas höher gemacht, weil der Karton ja wirklich schon etwas groß ist. Ja, wie gesagt, wir haben also von KFA2, das ist der Hersteller, die GeForce RTX 3080 SG mit 10 GB HDMI DisplayPort. Drei Lüfter sind drin. Moment. So, da kann ich auch was sehen. 92 mm Fan sind das. Also 3x 92 mm. Lüfter. Wobei wir sagen müssen, hier, weil wir haben hier noch einen Clip Booster mit bei. Den können wir ranklippen an die Grafikkarte oben, um halt noch eine bessere Lüftung der Grafikkarte zu gewährleisten, würde ich sagen. SG. Och, Rudi hat mir das erklärt. Die gibt es halt mit SG und ohne SG. SG ist, glaube ich, für übertakten? Nee, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Reiche ich nach. Schreibe ich in die Beschreibung. Was ich noch gelesen habe oder gesehen habe bei YouTube, werde ich euch auch verlinken. Man kann. Die ist begrenzt irgendwie, also die neuen Karten. Man kann das BIOS bei der wohl flashen und kann die dann ein Stück schneller machen. Aber davon habe ich keine Ahnung. Und da stecke ich auch nicht drin in der neuen Materie. Ich da was mache, frage ich Rudi und lass mir das vernünftig erklären, ob es Sinn gemacht oder nicht. So, hier haben wir dann den Karton. Ein schöner schwarzer Karton mit hier so ein bisschen Klavierlack, wie man so schön sagt, wenn es so spiegelt. GeForce RTX. Ui. Wir haben so ja eine Halterung gleich mit bei. Geilo. Die sieht geil aus. What's your game?
Also die fällt mir. Was hat die für einen Anschluss? Die hat auch einen vierpoligen. Und der ist gleich schon mit bei. Für Umme. Sieht auch schön dick aus. Wird dann an der Seite hier beim Grafikkartenslot rangeklebt und dann liegt die Grafikkarte hier auf. Werden wir mal testen. Ja, da muss ich mal gucken, wie das ist denn mit meiner. Mit meiner Halterung, die ich ja extra gekauft habe. Na gut, vielleicht schicke ich sie doch zurück oder ich behalte die und die baue ich nicht an. Vielleicht baue ich auch Beete. Wenn nicht, mal gucken, vielleicht Beete anbauen. Macht mehr Bling Bling. Umso mehr FPS, umso mehr RGB, umso mehr FPS, wie man so schön sagt. So, und dann haben wir hier Setup Guide Easy Step. So, ich habe mir auch schon die Software runtergeladen. So, wir sollen den PC ausmachen. Klar. Dann sollen wir ihn öffnen. Die alte Grafikkarte raus. Die neue Grafikkarte rein. Achso, ja, den Strom verbinden. PCI Express. Vor 6-Pin und 8-Pin. Connected 6-Pin und 8-Pin Express AUX Power. Dann wieder zumachen. Unsere Monitore anschließen. Hier sind natürlich jetzt auch noch VGA mit abgebildet, was wir ja nicht haben. Wir haben dreimal DisplayPort und einmal HDMI. PC wieder anmachen. GeForce COM Drives Download. Ja, da sollen wir die Software dann runterladen. Die habe ich ja schon drauf. Aber halt von meiner 3060. Die muss ich ja dann 1060. Die muss ich ja dann erstmal deinstallieren. Oder mal Rudi fragen, ob ich die drauf lassen kann. So, dann haben wir hier. Das ist für den Ersatzlüfter. Also nicht Ersatz, Entschuldigung. Zusatzlüfter. Den können wir dann oben raufklicken. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Der soll wohl. Nee, der leuchtet nicht. Oder leuchtet der vielleicht sogar auch? Weiß ich nicht. Werden wir testen. Hier haben wir dann die RGB-Steuerung. Ach so. Ach so. Vier Pin 12 RGB Connect. Das ist aber nicht für den Zusatzlüfter, oder? Ich glaube. Ja, hier ist er. Ja. Ja. Okay. Gut. Die Grafikkarte hat RGB. Im Gegensatz zu anderen Grafikkarten wird das RGB aber nicht über den normalen PCI Express mitgesteuert, sondern wir haben einen separaten Kabel dafür. Auch wie die Grafikkartenhalterung 24, steht, also wenn ich das jetzt richtig mit meinem gebrochenen Englisch, was ich kann, übersetzt habe, auch ein 24 Volt 4 Polien. So, hier ist dann der Zusatzlüfter. Und hier ist halt der Kabel, damit der halt Power kriegt und vielleicht sogar beleuchtet ist, weil der ist durchsichtig. Also ich könnte mir vorstellen, dass der beleuchtet ist. Das werden wir dann im Hardware-Video anbauen, weil ich glaube, es macht Sinn, wenn ich den mir erstmal anbaue. Nicht nur alleine, um zu testen und zu gucken, nee, um die Grafikkarte auch kühl zu halten. Weil wenn ich die benutze, so machen wir erstmal so rein,
Wenn ich dann halt viele Videos render oder so und da mal den ganzen Tag dran bin. Ich glaube, es könnte von Vorteil sein, wenn sie noch zusätzlich ein bisschen mehr besser gekühlt wird, denke ich mal. So, hier haben wir dann Schraubentüten. Hier haben wir dann nochmal ein RGB-Kabel. Der ist jetzt für die Grafikkarte direkt. Hier so ein kleiner Anschluss. Und dann halt hier, ja, wie ihr seht, 4-Pin-Anschluss mit 24 Volt. Und hier haben wir dann, ach, hier ist noch Zusatz drin für die Halterung, denke ich mal. Und Schrauben für das Zusatzstück und für die Halterung halt an sich. Da müsste ich dann mal gucken. Ob das irgendwo vielleicht auch erklärt ist, wie die Halterung am besten montiere. Ich habe so Schiss, da was verkehrt zu machen, ehrlich gesagt. Naja. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Ist denn noch was darunter versteckt? Irgendwie noch eine Anleitung oder sowas? Leider nein. Scheiße. Das ist ja ein Monster. Uah. Die ist viel größer als meine, die jetzt drin ist. Und dicker. Meine ist jetzt eine 2,5 Port. Also nimmt 2,5 Ports weg. Die nimmt ja jetzt 3 Ports weg. Uiuiuiuiui. Also die ist schon ganz schön groß. Unterbrochen, dass ich euch das mal zeigen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das. Das ist meine, die ich jetzt momentan verbaut habe. Die ist sehr, sehr gut. Und ich wollte eigentlich wieder von Gameboard, weil ich das von der Phoenix Edition wirklich sehr, 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 sehr zufrieden bin. Die hat zwei Lüfter. Ein bisschen Platz hat sie. Also Platz ist jetzt praktisch genau das, was hier ist, so. Also praktisch bis hier. Ich würde sagen bis hier. Ich will mal gucken, ob man hier auch sehen kann, wie groß die Lüfter sind. Dass ich euch sagen kann, um wie viel größer die jetzt wird. Abmessung der Grafikkarte. Ich habe nur Abmessung der Grafikkarte. Und zwar ist die 148 mm lang und 123 mm dick. Also 24,8 cm lang und 12,3 dick. Also die alte, die ich drin habe. Jetzt muss ich mal auf Mediamarkt gehen, dass ich euch das auch sagen kann. Vielleicht sehe ich das ja bei Mediamarkt. Mediamarkt ist manchmal mit den Informationen nicht so schnell, aktuell. Informationen, ja, allgemein. Meine Käufe. Da zur Grafikkarte. So, jetzt sind wir hier bei Mediamarkt. So, Produktbeschreibung. Oh, man kann sie so in den Warenkorb packen. Also scheint sie. Ja, die ist ja wieder verfügbar für 879. Aber ich gucke jetzt erstmal. Technische Daten. Hier haben wir da was. 10 GB. Datenrate 19 GB die Sekunde.
750 Watt. Empfohlene Arbeitsspeicher 32 Gigabyte. Habe ich. Drei Displayports. 1.4a und einmal HDMI 2.1. Maximal unterstützte Display 4. Ja, die Bewertung, hier ist eine schlechte Bewertung drin. Aber da ist nicht wegen der Karte, dann meckern sie, dass sie das halt, dass man das halt Mediamarkt in Rachen stoppt, hier oben bei der. Hier kontra leeres Bankkonto. Solange Chipknappheit, bla, 700 Euro. Also eigentlich, was damit ja nichts zu tun hat. Ein Klick, ach nee, das ist genau, ja, SG ist für ein Klick OC. Kann man einmal klicken irgendwie, dann ist die, kann man die overclocken oder so. Oder irgendwie in der Software, keine Ahnung. Ich muss mich damit erstmal beschäftigen. Hier, so. Hier haben wir 317 mm in Breite und 11, nee, 100, 113 mm in der Höhe. In der Tiefe 61 mm. 317, ja, das sind 31,7 Zentimeter. Und hier haben wir 24,8. Also sind es 6, 7 Zentimeter mehr, also etwa, ja. Ja doch, wie ich gesagt habe, etwa ab hier. Ab hier, das Stück hier ist jetzt größer, passt meine Figur noch rein. Was mich ein bisschen irritiert, meine, die ich drinne habe, ist eine zweieinhalbportige. Die hat eine Dicke von 12,3 Zentimeter. Die ist wesentlich dicker, schon alleine vom Hingucken. Soll aber die hier nur bei 11,3 Zentimeter liegen in der Höhe. Okay. Mal gucken. Wir werden uns überzeugen lassen. Hier gibt auch eine App dafür. Dann könnt ihr die RGB von der Karte über die App steuern. Und leuchten tut halt praktisch die Lüfter. Und What's your game? Das leuchtet. Was ich schade finde, dass sie GeForce RTX nicht noch mit beleuchtet haben. Das wär's. So, wir gucken uns die mal von oben an. Also wenn wir jetzt nur drauf gucken. Wir haben einen 2x8-poligen Anschluss. Also 2x8 Pins. Das hat mir so nicht so gut gefallen, dass man die Kabel hier so sieht. Ist zwar hier ausgeschnitten, also die gehen jetzt nicht zu direkt hier an den Kühlrippen lang. Aber dass das jetzt hier so direkt hier so lang geht und man so die Anschlüsse sieht, das hat mir nicht so gut gefallen. Kann man die hier irgendwie noch verstecken? Nee. Ja, das ist ja schon mit Absicht so gemacht, weil wenn man das runter macht und hier unten lang legt, irgendwie, dass es halt nicht so schlimm aussieht, dann ist es zu nah am Kühlkörper dran. Ja, das wollen wir lieber nicht. Wir lassen das mal so. Aber das ist jetzt optisch mäßig, hat mir das jetzt nicht so gefallen. Ja, das ist so das Manko an der Karte, was ich von Anfang an gesagt habe, was mir nicht gefallen hat. Aber so, die ist viel, viel dicker als meine. Da müssen sie verschrieben haben bei der Phoenix. Wir haben hier unten, wartet mal, da seht ihr das. Richtig fette Kühlung. So, hier hinten sehen wir auch, das ist von den Kühlrippen. Eigentlich von den Kühlrippen, von den Stäben. Ah, hier oben kann man dann in kleinen PCs oder in kleineren Gehäusen. Manche haben ja hier so einen Steg drin. Da könnte man die dann reinschieben. Und dann würde die ja hier gleich schon eine Halterung haben. Das ist gut. Das von unten. Hier ist natürlich jetzt ein Schutz drauf. Den mache ich auch noch nicht ab. Auch richtig fette, seht ihr das? Richtig fette Kühlrippen und so.
Also Rudi hat gesagt, die soll sehr, sehr gut sein. Und für Preis-Leistung. Und hier haben wir dann die Anschlüsse. Da sind jetzt die Gumminippel vor. Dreimal DisplayPort, einmal HDMI. Und so kommt sie dann rein. Ich lege sie mal kurz so hin. So wird sie angeschlossen. Was ich jetzt negativ finde mit den Aufklebern hier drauf. Hätte man die nicht irgendwie eine Seite hier irgendwie dahin machen können? PCI Express. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Also die Aufkleber hätte ich mir lieber da gewünscht, wo man sie nicht so sieht. Ja, gut, der Warnhof muss sein. Aber so, ein bisschen weiß, GeForce steht drauf. Hier ist dann praktisch, wird der Lüfter dann draufgeklickt. Und hier hinten an der Hinterseite der Grafikkarte haben wir einmal da einen kleinen Anschluss und einmal da einen kleinen Anschluss, die eigentlich identisch aussehen. Dieser auf der rechten Seite, also wenn die Lüfter zu euch zeigen, auf der rechten Seite ist für den Zusatzlüfter. Diese auf der linken Seite gehen unten ans Mainboard, damit wir praktisch das hier und die Lüfter vernünftig beleuchten können. Also so ist es wirklich eine schicke. Also außer, was ich ja von Anfang an gesagt habe, hat Rudi ja auch gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau mit dem Kabel hier, dass man die so sieht. Das hätte ich vielleicht irgendwie die RGB-Kabel auf der anderen Seite. Ich denke mal, das für RGB. Dass man die dann halt hinten lang macht und dass die dann hier irgendwie hochkommen und dann hier irgendwie rangehen, dass man das dann halt nicht so, hier nicht so sieht. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Die hat schön Gewicht. Ich freue mich jetzt endlich, mehr Power zu haben. Ich bin schon gespannt, wie sich das drauf ausschlagen wird, wenn ich die Videos render, wie schnell das jetzt gehen wird. Ich werde den hier anbauen. Das werden wir jetzt gleich mal mitmachen. Ich nehme nur sicherheitshalber das Heft dazu. Gut, das ist jetzt schon kein Unboxing mehr, das ist schon Hardware, würde ich sagen. So. Ja. Na, das machen wir im separaten Video. Ich habe jetzt sowieso schon ein bisschen zu viel von der Hardware verraten. Vielleicht mache ich das jetzt als Hardware-Video und das Unboxing. Na, scheißegal, ich weiß es selber nicht. Ich wusste, dass wieder irgendwas schief wird. Aber das machen wir gleich. Ich würde sagen, für das Unboxing viele Informationen, viel zu viel. Aber soll für das Unboxing erstmal reichen. Wir werden im Hardware-Video gleich den Lüfter draufsetzen und die Grafikkarte einbauen und dann mal gucken, wie es aussieht. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.